7 besondere 2 Kilometer Eier jetzt live. Außerdem hat Niantic das Sonnenwend-Sternenstaub-Event um 24 Stunden verlängert und es gibt X-Raid-Einladungen bei nicht gesponserten Arenen. Damit startet ein wenig Pokémon Go. Ich will nur dazu sagen, das mache ich nur mit den Super-Inkubatoren, dass ich sowas live im Video aufnehmen kann. Bitte normalerweise eher die 10er-Eier in solche Inkubatoren reinstecken. Also, machen wir die alle mal schön auf. Ich hatte ja schon ein paar Erfolge, muss ich sagen, und es geht weiter mit einem Lavita. Bitte mehr als 500 Wettkampfpunkte. Nein, weniger. 1000 Sternenstaub ist in Ordnung für ein 2er-Ei. Ich bin gerade bei 1,4 Millionen, aber gestern konnte man leider nicht zocken. Mehr dazu gleich. Sternenstaub ist übrigens schon komplett addiert, das heißt, der wird sich jetzt nicht mehr ändern. Das ist immer so. Denn im Spiel Rabauz. Rabauz ist eigentlich eins von den selteneren 2 Kilometer Ei-Pokémon, jetzt aktuell mit den Special-Monstern, aber ich habe jetzt schon dreimal Rabauz oder so erhalten. Was mir nebenbei so einfällt, ein 100% Capoeira dürfte wohl eines der seltensten Pokémon der Welt sein, Janera. Denn die Entwicklung wird ja bestimmt durch das Attribut, welches das beste ist bei Rabauz. Hey, echt genial, ich meine leider unter 800, das heißt ein nicht so gutes, aber für die Arena reicht's alle Male. Und für Capoeira benötigt man KP als beste Eigenschaft, bei Rabauz Mirapla, ja, warum nicht? Und wenn ein Rabauz aber alle drei Werte auf 15 von 15 hat, sprich ein 100%iges, boah, das war wenig Sternenstab, oder bin ich so verwöhnt, dann ist die Chance 33,3%, dass bei der Entwicklung ein Capoeira rauskommt. Das heißt, wer ein 100% Capoeira hat, das dürfte echt unter anderem das heftigste Pokémon sein. Phlegmon, so rosa wie Janera. Leider nicht so gut in der Verteidigung wie Janera, aber 1400 Sternenstaub für 1,33 Kilometer ist eigentlich genial, wenn man das mal 9 rechnet im Idealfall, Maximalfall. 2 Eier haben wir noch, ein Dratini wäre ja nicht so schlecht oder ein besseres Lavita. Janera ist auch in Ordnung, ich meine Safari-Event, ich würde mich noch viel mehr über diese Janera freuen oder über die alle, wenn ich nicht die Safari-Zone besucht hätte, aber durch die Safari-Zone, aber sie ist so süß, die Janera, beziehungsweise das Janera, aber es ist eine Sie, oder? Oh, sorry, das waren nur 6 Eier, nicht 7, von daher sind wir schon am Ende. Und diese letzten 6 Pokémon sind es, ja, ist echt in Ordnung, also das war schon eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Ich bin erst bei 1,4 Millionen Sternenstaub. Ich meine, okay, irgendwann habe ich nebenbei ein bisschen was ausgegeben, um wieder Simsala etc. zu leveln, aber trotzdem. Gestern konnte echt gar nicht genutzt werden. Ich habe, glaube ich, 7 bis 8 Mal meine 3 stündlichen Pokémon versäumt. Alleine das sind schon ein paar tausend Sternenstaub. Echt schade. Aber jetzt als Entschädigung hat Niantic auf Facebook gepostet, nur auf dem englischen Account, aber ich habe auch schon eine News dazu veröffentlicht, dass das Event um satte 24 Stunden verlängert wird. Neues Eventende, folglich der Dienstag, 3. Oktober, 22 Uhr unserer Zeit. Denn gestern konnte man sich eben, wie gesagt, für mehrere Stunden nicht einloggen. Dann konnte man sich irgendwann mit Google teilweise, ist man online gekommen. Jedoch gab es dann, es war wie in der Anfangszeit, der drehende Pokéball links oben. Man hat ein Pokémon angetippt, hat erstmal richtig lange gedauert. Hat eine Beere gefüttert, hat erstmal richtig lange gedauert. Ich werde davon jetzt nichts zeigen, sondern normales Event-Gameplay. Und eventuell noch einen Raid, den ich gestern, obwohl stimmt, ich habe einen Raid gemacht und da haben die Probleme dann gerade so begonnen, wollte meinen täglichen Raid Pass verbraten und dann waren aber zum Glück noch 2 andere Leute dabei, denn Solo Raids mit Internetproblemen bzw. Serverproblemen, die sind nicht machbar, wenn ich zum Beispiel hier irgendwie dann noch 10 Sekunden, 15 Sekunden normalerweise übrig habe, das ist knapp bemessen und wenn dann ein paar Serverprobleme auftreten, die Angriffe nicht so ganz ankommen, dann ist es schon praktisch, wenn man zu zweit oder zu dritt kämpft für einen 3-Sterne-Raid. Kann passieren, ist nicht schlimm. Manche haben dann gleich wieder laut losgebrüllt hier so, Moment, ist was im Busch? Das letzte Mal, als wir solche Lags hatten, kam Generation 2 und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich glaube nicht dran. Wir haben erstens noch Pokémon aus der 2. Generation, die wir noch bekommen müssen und außerdem die Schreie sind noch nicht im Update enthalten, die wirklichen Modelle sind noch nicht im Update enthalten, die Moves sind noch nicht im Update enthalten, lediglich die Namen. Weiß nicht, warum die das gemacht haben, um ein bisschen Hype auszulösen, aber das ist immer so.
Die fügen irgendwelche Variablen hinzu und erst Wochen und Monate danach kommt irgendwas. Also sorry Leute, Generation 3, das kann eventuell noch dauern. Was interessanter wird, ist der Raubkatzenwechsel jetzt hier. Die Bestien werden ja demnächst rotieren. Monatsende ist bald angelangt und darauf bin ich eher gespannt. Worauf man sich da vorbereiten soll? Auf ein Elektro-Pokémon oder doch auf ein Wasser-Pokémon als Gegner? So, das heißt, wir hatten 5, 6, 7, 8 Stunden Serverprobleme, dürfen aber 24 Stunden länger im Event zocken. Ist eigentlich ein fairer Kompromiss, finde ich. Aber mich würde trotzdem interessieren, was da passiert ist. Eventuell hat es mit dem nächsten Thema zu tun, nämlich neue X-Raid-Einladungen und diesmal sogar unter anderem bei nicht gesponserten Arenen. Was mich sehr überrascht hat, hätte nicht gedacht, dass diese Feldtests schon so weit vorangeschritten sind. Manche Leute, habe ich gelesen, dürfen jetzt schon ihr zweites Mewtwo fangen. Genial! Und andere wiederum, die ca. 150 bis 200 Raids am Buckel haben, haben noch keine einzige Raid-Einladung erhalten. Aber okay, das ist ja auch erst ein Feldtest und vielleicht wollen die testen. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine Stunde lang wieder, circa zwei Tage im Voraus, gab es die Einladung. Wie findet man heraus, ob man eingeladen wurde? Man öffnet ganz einfach das Spiel. Man kann so eine Raid-Einladung eigentlich gar nicht verpassen, denn sobald man das erste Mal Pokémon Go öffnet, gibt es direkt ein Pop-up. Das sieht man, das bekommt man mit. Ansonsten alternativ besteht vielleicht noch eine kleine Hoffnung, wenn durch irgendeinen Fehler dieses Pop-up eben verschwunden ist, Serverprobleme etc. Man öffnet sein Inventar und wenn man dort in der Nähe der anderen Raid-Pässe einen weiß-schwarz-silber schimmernden Raid-Pass sieht, dann darf man sich über Mewtwo freuen, wenn man Mewtwo denn auch fängt. Mewtwo fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen, beziehungsweise die letzte Möglichkeit, man geht alle seine Arena-Orden durch, aber das ist glaube ich die zeitintensivste Möglichkeit. Denn dort ist dann auch, wo normalerweise ein verteidigendes Pokémon sitzt, auf der anderen Seite der Raid Pass eingezeichnet, wenn man denn einen hat. Was man mittlerweile weiß, man kann sich diese Raid Pässe nicht aufheben oder zum Beispiel, man hat einen Raid Pass, weiß allerdings, dass bei einer anderen Arena ebenfalls Mewtwo auftauchen wird, dann kann man nicht mit diesem Raid Pass zur anderen Arena gehen, denn die sind an diese spezielle Arena gebunden. Man sieht die ganzen anderen Mewtwo-Kämpfe ja nicht, sondern nur den einen, für welchen man eingeladen wurde. Wenn man dort nicht antanzt, dann wird nach Ablauf des Raids dieser Raid Pass automatisch aus dem Inventar gelöscht, entfernt, wie auch immer. Und ich habe auf Twitter so viele, auch in Deutschland, Österreich etc. gesehen. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ich lege nochmal mein Video mit der Nummer 427 ans Herz. Denn dort habe ich wirklich den allerersten Österreich-X-Raid aufgenommen. Freundlicherweise hat mir da ein Spieler aus der Community sein Handy gegeben zum Aufnehmen. Also ich habe nicht gekämpft, aber einfach, ich habe sein Handy an meinen Laptop angestöpselt und da gibt es wirklich Gameplay. Da sieht man auch ganz genau vom Fangen her, wie das in etwa abläuft. Mewtwo ist ziemlich weit hinten, eventuell vergleichbar, ich weiß nicht, mit einem Gengar oder so. Man muss da schon ein bisschen weiter ausholen, aber ansonsten Fangtrick funktioniert alles. Der Kampf ist easy, versucht es auch mal mit weniger Leuten. Aber mehr Tipps und Tricks habe ich dann in Video 427 zusammengefasst. Eben für alle, die jetzt eine X-Raid-Einladung erhalten haben. Dann noch eine Sache, die jetzt wohl fast offiziell bestätigt. Naja, nicht ganz, aber ein großes Indiz dafür, dass Niantic die Arenen nicht per Hand auswählt, was vermutlich bei dieser Hülle und Fülle jetzt an Einladungen auch gar nicht mehr möglich wäre. Und zwar hat auf Reddit jemand berichtet, dass es X-Raid-Einladungen gibt in Gebieten, die komplett von Hurricane Maria ausgerottet wurden. Oder das ist eventuell nur eine Maßnahme, um herauszufinden, wer ein Spoofer ist, denn wer da doch kämpft, obwohl man da eigentlich nicht mehr hin kann, beziehungsweise keine Ahnung. Auf jeden Fall, nun ist es mittlerweile wohl so weit. Ich bin mir sicher, die gesponserten Arenen, die haben sie noch per Hand ein bisschen so ausgewählt. Aber jetzt ist es echt so weit, dass die einfach ihren Algorithmus durchlaufen lassen und dann irgendwelche Arenen automatisiert auswählen, Einladungen rausschicken. Manche haben am Vortag, habe ich auf Reddit gelesen und auf Twitter gelesen, haben am Vortag in Deutschland einen Raid gemacht und dort dann eine Einladung erhalten. Andere wiederum vor 4 Wochen. Also da ist wirklich zeitraummäßig alles mit dabei. Allerdings, was mir noch fehlt in der Sammlung an Nachrichten, jemand,
der eine Einladung in einer Arena bekommen hat, wo er im Urlaub einen Raid gemacht hat. Ich meine, das soll es ja auch geben. Man macht Urlaub, verbrät seine kostenlosen Raid-Pässe dort, hat vielleicht, keine Ahnung, 7 Raids dann absolviert, ist jetzt jedoch wieder 1000 Kilometer ganz woanders bei sich zu Hause und bekommt dann eine Raid-Einladung. Da würde mich aber interessieren, würde jemand diese Anreise in Kauf nehmen? Ich habe mir das überlegt, denn ich habe ja im Zentrum auch einige Raids gemacht. Würde ich oder wäre ich dort nochmal hingefahren für Mewtwo? Und ich muss sagen, ich will es nicht ausschließen. Also, das ist ja momentan schon noch was Besonderes. Vielleicht in ein paar Wochen schicken die Raid-Einladungen raus wie Sand am Meer, weiß man nicht. Aber jetzt ist das noch besonders special. Genau. Na gut, ich denke mal, die wichtigsten News und Neuigkeiten des Tages habe ich alle erwähnt. Ob die Shop-Angebote dann auch einen extra Tag noch verfügbar sind, das weiß ich nicht. Ich gehe jedoch stark davon aus. Ich meine, das ist ja Kohle für Niantic und von daher bedanke mich immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.